So, willkommen zum 15. Türchen vom Bier Adventskalender. Die 15 haben wir hier unten. Da steckt man wieder mal den Finger rein, ziehen die Tür auf und haben hier eine... Was ist das denn für eine Flasche? Die kriegst du doch gar nicht raus. Oh, da musst du den halben Kalender auseinanderreißen. Ah, jetzt sehen wir auch warum. Die ist nämlich dick, ne? Wie ich. Hier haben wir Einbecker Weihnachtsbier. Jetzt geht's los, das erste Weihnachtsbier im Kalender. Guckt euch mal den Korken an, ne? Einbecker Weihnachtsbier, sieht aus wie Einbrecher. Aber wieder eine grüne Flasche, sieht komisch aus, ne? Gucken wir uns jetzt an, hat 5,3%. Ich hole euch mal auf meine Seite, dass ihr das auch seht. Hier erstmal wieder der Stöpfel, Einbecker Weihnachtsbier, das sieht jetzt komisch aus in dem Lichtverhältnis, das glänzt so und ja, da ist wenigstens ein Tannenbaum drauf. Ihr habt hier ein goldenes Etikett, eine grüne Flasche, das ist hier schon so richtig dick gebogen, dünn, wird dick, wird wieder dünn, sieht auf jeden Fall interessant aus. Solche Etiketten hasse ich eigentlich, weil die immer so abblättern und so ja, die ganze Umwelt verpesten, aber trotzdem Weihnachtsbier steht hier mit goldener Schrift, ganz klein. Und hier habt ihr nochmal das Logo. Das sieht eigentlich cool aus. Einbecker, die schwarze Schrift mit dem weißen Glanz und Schnee obendrauf. Schnee bedeckt seit 1378. Einbecker Weihnachtsbier. Hier auch die ganzen Häuschen und nochmal der Wald. Also das Etikett an sich sieht eigentlich gut aus. Die Flasche, weiß ich nicht, mit der Flasche kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Guckt doch mal, wie das aussieht. So ein dicker Brummer auf jeden Fall, aber es geht ja nicht um die Flaschenform. Die Flasche finde ich nämlich ultra hässlich. Es geht ja um das Etikett und das Bild hier, dieses Einbecker, das sieht cool aus. Würde ich mir aber auf einer normalen Flasche wünschen, auf einer normal großen, dann würde das noch besser aussehen. Für das Etikett gebe ich jetzt mal 4 Punkte, obwohl... Komm, wir sind heute großzügig, ist auch das erste Weihnachtsbier. Da kommt man schon in Weihnachtsstimmung, in Weihnachtslaune. Obwohl, wenn ich da 4 gebe, würde ich ja auf einer normalen Flasche dafür 5 geben. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. So müsste ich eigentlich auf einer normalen 4 geben und auf der hier nur 3. Aber wie gesagt, es geht ja nur um das Etikett. Das gefällt mir eigentlich. Also, ich schreibe mal eine 4 hin. 4 fürs Etikett. Dann haben wir wieder Farbe und Schaum. Jetzt kommt es wieder auf mich an. Wie ich das einschenke, zack und alles auf den Tisch. Oh mein Gott, das gab eine Sauerei. Wir schenken wieder ein, der Adi sucht so lange den Stöpfel. Guckt aber, wie klein die Flasche ist, sie ist kleiner als das Glas. Hat aber auf jeden Fall, was ist das denn? Was ist das für eine Farbe? Das sieht weder goldig aus, noch gelb, noch dunkel, noch braun. Das hat irgendwie so eine orange Farbe. Sieht auf jeden Fall komplett anders aus als alles andere. Oh mein Gott. Jetzt gehen wir mal hoch. Den Rest machen wir so. Wir wollen ja noch eine kleine Schaumkrone. Die zaubern wir jetzt aus einem bestimmten Grund, dass wir für die interessante Farbe 5 Punkte geben können. Denn ihr habt Schaum auf dem Bier. Ihr habt eine richtig prächtige bronzene Farbe. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das sieht bei euch jetzt leider nicht so krass aus, aber wenn ihr das einschenkt, das ist kein Kellerbier, das ist kein Schwarzbier, das ist kein kühles, blondes, helles, das ist einfach nur, keine Ahnung, ich weiß nicht was, ich habe noch nie sowas gesehen. Schaum ist auch da, das ist sehr interessant, also für die Farbe gebe ich auf jeden Fall 5 Punkte. Bisher haben wir nur einmal Farbe und Schaum 5 Punkte gehabt, hier geben wir nochmal 5 Punkte für Farbe und Schaum. Kommen jetzt natürlich zum Geruch. Auf jeden Fall rieche ich was, nicht so wie sonst. Boah, der Tisch sieht aus. Eklig. Die Flasche, wenn man in die Flasche riecht, riecht das eigentlich ein bisschen wirklich wie Schwarzbier komplett. Im Glas riecht es süßlicher. Das ist eine bessere Note. Ist eine Mischung aus Schwarz und Süß. Ist aber angenehm. Für den Duft würde ich auch eine 3 ist eigentlich zu wenig, 3 ist ja Mittelmaß. Riecht relativ gut, wir geben für den Duft auch mal eine 4. So, das sieht doch bisher richtig gut aus. Jetzt muss nur noch der Geschmack überzeugen, damit das hier ein Spitzenreiter-Bier wird. Okay. Ich glaube, der Geschmack ist das Schlechteste. So gut wie es aussieht und so gut wie es riecht, hat der Geschmack mich jetzt leider nicht so überzeugt. Am Anfang, wenn ihr trinkt, habt ihr wieder so eine ganz leichte Note, wo ich schon Angst hatte, dass das im Nachhinein auch so nach Spülmittel schmeckt, wie das eine, was wir schon hatten. Ist nicht so, es hat eine leichte Note am Anfang. Am Ende wird es ein bisschen bitter und säuerlich zugleich, aber nicht so bitter und auch nicht so säuerlich wie die anderen. Also es ist von jedem Geschmack irgendwie ein bisschen da, aber keins davon überwiegt. Eigentlich mag ich das, wenn man sich auf einen Geschmack festlegt, hat den dann und dann geht es leicht im Abgang. Das ist so, es kommt so, dann geht es so, dann macht es so. Also das führt euch durch alle Regionen des Bieres. Ist sehr abwechslungsreich beim Trinken. Aber andere konnte ich dann deutlich besser trinken, da das eben zu abwechslungsreich ist. Andere habe ich da getrunken und gedacht, boah, gleich noch eins. Hier, wenn ihr eins trinkt, denkt ihr erstmal, okay, das ist mir jetzt zu viel. Ich weiß gar nicht, auf was ich mich konzentrieren soll bei dem Bier. Also auf jeden Fall interessanter Geschmack, meiner Meinung nach, aber zu viele verschiedene Geschmäcker und Richtungen in einem. Trotzdem interessant der Geruch und die Farbe, auch ein schönes Etikett. Bei Geschmack geben wir aber mal nur 3 Punkte. Das geht nämlich besser, das geht aber auch schlechter. Kriegt also hier den Durchschnitt. So, dann haben wir jetzt insgesamt 8. Sind das 8? Ja, 8, 11, 6, 16. 16 Punkte. Damit, oh mein Gott, damit wäre es momentan auf Platz 3 mit 16 Punkten. Bin ich überhaupt richtig gerechnet jetzt? 9, 13, 16, genau. 16 Punkte für das Einbecker Weihnachtsbier. Das hätte ich in die 24 gesteckt, um ehrlich zu sein, weil das so ein schönes weihnachtliches Etikett hat, das erste weihnachtliche Etikett, und weil das so eine richtig geniale Farbe hat. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch was anderes kommt, ein paar Türchen sind es ja noch, ob das nochmal getoppt wird von Etikett, von Geschmack, von Farbe. So ein richtig herrliches Weihnachtsbier, wo ihr trinkt und fühlt euch gleich wie der Weihnachtsmann, also dicker Bauch, ungepflegtes Aussehen. Da bin ich gespannt. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.